Jetzt zum Thema O-Ton. Ich spreche ja hier direkt rein und du sprichst in ein Neumann-Mikro, ne? Ja, in ein Richtmikrofon, genau. Und was man schön sehen kann, ist, dass die du kannst Entfernung... Du kannst dich zum Beispiel drehen und dabei weiterreden. Das stimmt, ich könnte mich drehen und es ist keine Perspektive im Grunde hier drauf. Hat mit 3D-Raumklang noch sehr, sehr wenig zu tun. Ganz genau, aber dafür kann man halt das Signal aus deinem Mikrofon kann man dreidimensional sehr gut später in der Richtung zuweisen in der Mischung. Während man mit diesem Mikrofon, was ein Angelmikrofon ist zum Beispiel, die Perspektive schon beim Aufnehmen machen muss und dann nur noch schwierig verändern kann. Wenn ich zum Beispiel wegrede vom Mikrofon, aber nur wenn ich jetzt mit diesem Mikrofon nah rankommen würde, würden wir dich auch hören, wenn du dich abgewendet hast. Jetzt zum Beispiel. Ja, genau. Also beim O-Ton ist wirklich die Entfernung des Mikrofons zum Sprecher das alles Entscheidende. Der geangelte O-Ton von oben ist das A und O, wie mein Lehrer immer zu sagen pflegt. Ja, so, und das ist eine wichtige Sache, da fängt es an. Du hast ja auch wirklich dafür gesorgt und die Leute zusammengebracht, dass es ein Department gab. Verschiedene Leute, mit denen du arbeiten konntest. Und dann hat doch Tim Voss ziemlich lange auch am O-Tonschnitt trotzdem noch gesessen. Und zwar nur am O-Tonschnitt. Ganz genau. Was macht er da? Der O-Ton selber ist natürlich immer kompromissbehaftet, weil kein Spielfilmset wird so gebaut, dass es akustisch perfekt ist. Ganz im Gegenteil, es stehen irgendwelche Generatoren gleich hinter der Kamera, die wiederum den Strom für die Lampen erzeugen. Oder Schauspieler haben akustisch ungünstige Kostüme an. Ja. Oder die Szene spielt in einem Paradies, in real ist hinter dem Baum aber die Autobahn. Zum Beispiel unsere Szene an der Spree, die ist ja akustisch, vielleicht können wir da auch gleich mal hinspulen. Da gibt es natürlich auch Szenen, wie hier zum Beispiel an unserem Märchenbaum, sogenannten Märchenbaum, an der Spree gedreht in der Großstadt in Berlin. Akustisch wollen wir aber in einem Märchenwald sein, wie in DEFA-Märchenfilm. DEFA-Märchenfilm war die Ansage. Klassisches Szenario, Kreuzchen, heile Welt. Bisschen Mystik. Keine Spree, sondern ein kleines Bächlein. Kleines Bächlein, kein großer Fluss, keine Autobahn, dafür Blätter rauschen. Gleichzeitig wollten wir aber den Ton, der in der Szene entstanden ist, natürlich weitestgehend nutzen. Besser als die Kröten und die Menschen agieren Würmer als ein Wesen und können sich dank der Winzigkeit der einzelnen Teile in jede beliebige Gestalt verwandeln. Die Normalität erlischt weltweit. Wurmwesen ständiger Evolution unterliegt. Ja, wie hast du das zusammengekriegt? Genau, erst den. Der O-Ton, ist das überhaupt O-Ton da? Oder ist das nicht eventuell sogar noch eine neue Textsorte? Ja, das kann schon sein. Die auch unter dem Namen ADR bekannt ist. Mit Christian Steyer haben wir da viel experimentiert, weil natürlich war die Szene auch größtenteils improvisiert. Das, was er da gelesen hat, stand nicht unbedingt im Drehbuch. Gab es überhaupt ein Drehbuch? Keine Ahnung. Doch natürlich, er hat hundertprozentig den Text schriftlich gehabt in diesem Fall. Und zwar, das ist so eine Situation, diese Szene ist wirklich erst beim Drehen entstanden. Und ich war nie sicher, ob wir es schaffen würden, diese Szene zu drehen. Aber wir haben dann Glück gehabt, auch mit dem Wetter, und konnten die drehen. Der Text war vollständig da als Dialog. Der Ort hat sich dann hier gefunden. Aber es ist richtig, dass er in dieser Totalen natürlich nicht geangelt werden konnte. Man hatte auch kein so schönes Funkmikrofon, wie du es hattest. Nein, so einen solchen Headset hätte man ihm noch geben können, aber das hätte der Rolle widersprochen, weil er spielt ja gerade einen klassischen DEFA-Märchenerzähler an einer Eiche mitten in Berlin. Also ein Headset wäre nicht gegangen und deswegen haben wir da tatsächlich nachsynchronisiert. Ganz genau. Laurenz weiß sich schließlich nicht anders zu helfen, als seinen Bruder zu entführen. Peters geheilter Körper wird erfolgreich ausgewertet. Danach aber
durch unerwartetes Eigenleben der L-Strahlungsblockaden von einer partiellen Verflüssigung ergriffen. Also auch alle Stimmen wurden neu aufgenommen. Der Text wurde mit Christian Steyer mehrfach nachgespielt, damit er auch zur Rolle und zum Bild passt. Gleichzeitig mussten auch Worte ausgetauscht werden, hier und da eine neue Vokabel eingefügt, um das Szenario noch mystischer zu machen. Ja, oder auch, und das darf man auch nicht, manchmal tauscht man wirklich Worte aus oder ergänzt nochmal Dinge, weil man feststellt, dass gewisse Vereinfachungen notwendig sind oder dass gewisse Worte... Inhalt zu begreifen. Um da in dieser Szene, weil in dieser Szene muten wir ja dem Zuschauer eine ganze Menge zu, da hast du das ja mit der 3D-Raumgestaltung sehr weit getrieben und in einen fantastischen Alltag sozusagen hineingetrieben, weil die normale Zentralperspektive des Tons hast du aufgegeben. Ganz genau, es ging ja vor allem um die kollektive Erzählung. Der Laptop-Mann, die Frauen, die zusammenrennen, die alle Informationen bringen, die muss natürlich alle auch wie hörbar gemacht werden. Im Hintergrund baut sich der Palast der Republik auf und ab aus biodigitalen Würmern. Die schon längst ein großes Wesen geworden sind. Die haben ein separates Sounddesign bekommen, ne? Ja. Absolut. Meine Lieblingsstelle, die hast du da ganz nach hinten links gelegt, also in diesem Raum, die hören eigentlich auch nur Leute, die im Kinoraum vorne links bei Christian sitzen, die hören, dass er sagt, ich kann es noch nicht erzählen, weil es noch nie passiert ist. Ich kann es noch nicht erzählen, weil es noch nie passiert ist. Gut, gut, nicht schlimm. Das war ja natürlich eine Diskussion dann auch, ob man das machen kann, dass eben nicht alle dasselbe hören im Kino. Ganz genau. Und auch Dialoge zu verstecken und nicht wie im Fernsehen üblich, alle auf ein Lautstärke-Level und aus einer Richtung zu bringen, sondern auch im Raum zu platzieren und mit unterschiedlichen Dynamiken zu hantieren. Kann sein, dass dir da noch diese oder jene Diskussion mit Kollegen bevorsteht. Das kann sein. In diesem Licht stecken die ausgestrahlten Signale, die sich wie ein lauter Morse-Code in die von uns entdeckte Biostrahlung einmischen. Wir wollen noch sprechen über Atmos und wir wollen sprechen über die räumliche Führung von Tonsignalen. Am deutlichsten natürlich ausgeführt von dir bei der Bewegung dieser Blasen. Ne? Ganz genau, die Blasen sind ja ein zentrales Element des Films Art Girls und auch Neue Natur. Mhm. Weil durch die Blasen erzählt sich eigentlich die ganze Handlung. Also oft ist der Erzähler, in dem Fall Christian Steyer oder auch Peter Lohmeier, erzählt die Geschichte als aus der Sicht einer Blase, die quasi über der Szene steht. Mhm. Und wir mal auf den Weg gehen. Ja, wir quasi sagen, wie ein Voice-Over den Zuschauer. Hatte ich auch gesagt, das ist ein Voice-Over, die aber plötzlich sichtbar wird. Und dadurch nimmt sie eine Position ein zwischen dem im Bild sichtbaren Darsteller und der Stimme aus dem Off. Und da gibt es auf einmal einen Raum dazwischen. Und den musstest du jetzt ja akustisch behandeln. Ganz genau, also es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Gratwanderung geworden zwischen einerseits einer präsenten, voluminösen... muss ich dich daran erinnern, da ist ja dein Mikro. Genau, es ist einerseits eine Gratwanderung. Erzählerstimme, auf der anderen Seite funktioniert es aber nicht, wenn die Blase um uns herum schwirrt und erzählt, die Stimme akustisch wahrnehmbar, aber immer aus der Leinwandmitte kommt. Deswegen haben wir uns quasi für eine Zwitterlösung entschieden und auch die Stimme mitgeführt und auch der Stimme einen gewissen Raum gegeben, in der, also nicht den Raum der Blase innen, sondern den Raum, in dem sie zu uns spricht. Also ich kann nur empfehlen, das auch mit dem wirklich auch mal mit dem Kopfhörer zu hören, weil dann merkt man, wie deutlich eben auch. Auch du hast auch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen damit gemacht, also Hintergrund, Vordergrund. Also wie gesagt, nicht übertrieben, aber so, dass es plastisch, akustisch, visuell nachempfunden funktioniert. Was war es genau? Fremdteilung? Selbstteilung? Kunstteilung? Rettung durch Liebe?
In dem surrealen Moment, in dem ich wieder Verbindung zur Welt fand, konnte ich dieses unglaublich schöne Gefühl tatsächlich sehen. Ich erkannte transparente Schläuche, die zwischen der Künstlerin Nikita und ihrer Umgebung verlaufen. Voller Dynamik, Geleeartig. Ich fühlte, wie diese Verbindungen mir in meiner Situation halfen. Ich fühlte mich besser. Ja, sie wirken wie die Sprossen einer Leiter, an der ich mich festhalten kann. Die Wirkung wird stärker und fühlt sich wie ein Netz an, das mich plötzlich abfedert und trägt. Ich falle nicht mehr. Ich versuche, die Krücken wegzulegen. Ich schwanke, aber es ist wie eine Hand, die mich stützt. Wie baut man grundsätzlich eigentlich Atmosphären auf? Also im O-Ton ist ja sowieso schon immer eine ganze Menge Atmo mit drin. Warum baut man noch zusätzliche Atmos drauf und wie wählt man das aus? Ganz genau, also für die filmische Erzählung sind vor allem Atmo-Elemente interessant, damit man sie dem Bild folgend oder auch konterkarierend schneiden kann. Mhm. Mit jedem Element kann ich näher an die Handlung heranspringen oder auch weiter weggehen. Zum Beispiel, sagen wir mal, es unterhält sich ein Grüppchen von Damen in diesem Hof. Mhm. Ich habe diese Damen einzeln aufgenommen. Dann kann ich durch das Weglassen oder in verschiedenen Lautstärken mischen dieser Damen, kann ich sozusagen eine Nähe zur Handlung erzeugen oder nicht. Wenn ich eine Tonaufnahme mache von dem Hof aus einer Mikrofonposition, sind mir als Mischtonmeister die Hände gebunden. Ich brauche Atmo-Elemente in Layern. Mhm. Wir hatten zum Beispiel eine Atmo, die immer ganz populär war, einfach, das hieß glaube ich Berlin Großstadt oder so, einfach weil eine S-Bahn zu hören war und weil dieser spezifische Berliner S-Bahn-Sound nächtlich, dann gab es noch eine. Genau. Also sowas kann natürlich immer eine Grundlage sein, ein spezielles Szenario ist dann dadurch charakterisiert. Aber wenn ich Unterschiede in den Orten erzählen möchte und Unterschiede in den Tageszeiten, brauche ich Variationen. Also um zum Beispiel Hamburg von Berlin abzusetzen, war die S-Bahn oder der Hafen auch ein willkommenes Mittel. Ja, sodass man, genau, und da ist natürlich auch eine Frage der Dosierung. Wenn Wasser zu sehen ist, sofort eine Möwe kommt, ist es unter Umständen eine Möwe zu viel.